Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's wieder, euer Showtime. Wir sind zurück bei Divinity und wir wollten mal schauen, ob wir hier nicht, da ist er doch, der Spitzsterz schlafend. Okay, das schauen wir uns an, den quatschen wir mal an. Ich mach mal so und speichere vorher mal und dann quatschen wir den mal an. Es gibt einige Charaktere, die mit deinen Begleitern alleine reden wollen. Dies zu verbieten, kann negative Folgen für eure Beziehung haben. Wenn du es jedoch erlaubst, machst du dich mit allem, was passiert, mitschuldig. Okay. Gerade als du die Echse ansprechen willst, hält dich der rote Prinz mit ausgestrecktem Arm zurück. Okay. Dieser Mann ist ein Träumer. Wie ihr wisst, muss ich mit ihm reden. Ihr könnt derweil hier warten. Nun gut, ihm sagen, dass er deine Erlaubnis hat. Okay, hau rein. Erlaubnis? Für was? Jetzt habt ihr nicht so. Sympathie der Begleiter. Rechtsklick auf einen Begleiter, um dessen Sympathie dir gegenüber zu untersuchen. Aber du solltest wissen, dass Begleiter, die dich nicht mögen, das kennen wir glaube ich schon. Erzähler. Er heißt den Träumer aufstehen und zu hören, was er auf seine kriecherische und unauf... Okay. Danach kaut der Träumer eine Handvoll Trudane-Blätter, verschluckt sie und fällt in eine Art Trance. Er schläft ein. Zu deiner Überraschung folgt der Rote Prinz seinem Beispiel. Nach etwa einer halben Stunde wachen sie auf und fangen an, ihre Träume zu bereden. Der sichtlich verärgerte Rote Prinz kneift sich in die Nasenwurzel, bevor er in den plappernden Träumer den Rücken zukehrt. Lächeln und ihm sagen, dass du bei den Weisheiten, die er gerade erfahren hat, einfach mithören musstest. Sagen, dass du nicht wusstest, dass Echsen so viel Wert auf ihre Nachmittagsschläfchen legen. Ja, das ist gut. Als Antwort erhältst du einen vernichtenden Blick. Verdienter Sarkasmus, schätze ich. Dieser Spitzsterz ist zwar nicht der hellste unter den Träumern, aber die Träume selbst waren recht aufschlussreich. Wie sich zeigt, verfolgt mich ein Feind, von dem ich noch gar nicht wusste, das geheimnisumwogene Haus der Schatten. Doch die Träumer sind auf meiner Seite und sie haben Visionen von mir auf dem Thron. Ihm sagen, dass du von Visionen nicht viel hältst. Laut überlegen, ob dieser Thron die Attentäter wert ist, ist offenbar mit ihm verbunden sind, die offenbar mit ihm verbunden sind. Aber natürlich! Ich wurde mit dem Versprechen eines Imperiums geboren und dieses Versprechen wird gehalten. Okay. Doch dazu muss ich einen zweiten Träumer finden, einen besseren, erfahrenen Reisenden der Traumwelt. Ihr Name ist Bahara und sie wohnt im Sumpfland östlich der Feste. Also lasst uns verschwinden und schnellstens dorthin eilen. Ja, ja, mach mal, Mama, halblang. Okay, ich will trotzdem mit dir reden. Hä, was? Aber sag mir bitte, warum habt ihr mich aufgeweckt? Ich war so nah dran, so. Tief einatmen und ihm sagen, dass du Orangen riechst. Genau. Fragen, was er damit meint, so nah dran, das machen wir zuerst. So nah am Traum, es ist so lange her. Ihr würdet das nicht verstehen. Bitte, bitte lasst mich in Ruhe. Den Ex-Menschen fragen, ob er etwas über Griffs verschwundene Vorräte weiß. Fragen, ob er vorhatte, die ganze Zeit zu überschlafen. Mach erstmal das. Man nennt uns nicht umsonst Träumer. Meine Aufgabe ist das Träumen. Dafür muss ich schlafen. Wenn ich mich jetzt bitte entschuldigt. Okay, jetzt fragen wir nach den Vorräten. Vorräten? Ich schätze, ihr meint die Orangen? Genau. Wobei ich glaube, dass Herr Griff eher wegen der Drunau als wegen der Zitrusfrüchte verärgert ist. Fragen, was er meint. Welche Drudane? Keine Ahnung. Okay, fragen wir danach. Natürlich, dass Griff auf raffinierte Weise ins Gefängnis schmuggelt, in den Orangen versteckt. Ich glaube doch nicht, dass er wirklich wegen ein paar verschwundenen Früchte so verärgert wäre, oder? Das macht jetzt natürlich Sinn, wenn er da Drogen schmuggelt. Nein, er hat es nicht auf die Orangen abgesehen, sondern auf die Träume, genau wie ich, obwohl ich das Recht dazu habe und die Pflicht. Ihn um eine Erklärung bitten. Drunae und Träume, worin besteht die Verbindung? Deine Augenbrauen hochziehen, du wusstest bislang nicht, dass Träume eine Pflicht ist? Okay, wir machen erstmal die Verbindung. Drudane macht einen zum Meister dessen, was man im Traum sieht. Man ist kein Schauspieler, sondern man schreibt das Stück. Ist ja interessant. Für euch ist es vielleicht schwer zu verstehen, aber wir träumen für das Allgemeinwohl. Das wir sehen, kann die Wahrheit vorhersagen und sogar formen, aber dafür brauchen wir Drudane. Bevor man mich fing und herbrachte, hatte ich eine Vision. Die Leeren erwachten, getötet,
Göttlichkeit wiederhergestellt. Aber als ich gerade kurz davor stand zu sehen, wie es passiert war, traten die Magister meine Tür ein. Das ist meine letzte Chance, das Geheimnis zu ergründen, herauszufinden, wie wir gerettet werden können. Ihr versteht es also, ich kann die Dodene nicht zurückgeben. Nicht nur um meinen Willen, sondern um unsere allen Willen. Meine Träume sind meine Gabe und sie können auch unsere Rettung sein. Okay, was haben wir denn hier? Intelligenz. Sagen, dass du mehr an der wirklichen Welt als an Träumen interessiert bist. Du brauchst das Dodene, um jemandem das Leben zu retten und wirst es dir mit allen erforderlichen Mitteln holen. Gedächtnis. Ihm sagen, dass seine Absichten vielleicht gut sind, Diebstahl an einem solchen Ort aber Folgen hat. Er muss dir auszählen, was er gestohlen hat. Finesse. Sagen, dass Griff Blut sehen will, du die Identität der Echse jedoch schützen wirst, wenn er dir das Drone aushändigt. Okay, ist die Frage, wollen wir kämpfen? Ihm sagen, dass seine Absichten vielleicht... Eigentlich habe ich schon Bock zu kämpfen. Die Frage ist, der ist 3. Kurz mal... Ah, okay, einen Rechtsklick machen können wir nicht. Speichern. Okay. Wir machen mal mit allen Mitteln. Ich bin gespannt. Ich würde, wäre schon nicht schlecht. Und wenn wir jetzt kämpfen, haben wir vielleicht noch eine Chance auf ein bisschen Erfahrung. Komm, wir machen das mal. Überreden erfolgreich? Was? Okay. Um mein Leben zu retten. Diese Elfengesicht im Käfig, schätze ich. Ich wusste, dass man ihn verdächtigt hat, aber all diese schienen es wert zu sein, wenn ich nur wieder hätte träumen können. Okay, egal, nimm die Orangen. Also, das tut nee, ich werde eine andere Möglichkeit finden, irgendwie. Ich bin gerade ein bisschen verblüfft, wenn ich das mal so sagen darf. Damit hätte ich ja nun wirklich nicht gerechnet. Okay, was haben wir denn hier? Oh, das wäre, glaube ich, gut für unseren Kumpel hier, ne? Geistesfrieden. Ja, wir haben aktuell eh nicht das Geld dafür, davon mal ganz abgesehen. Feuerdolche, okay. Eile. Okay, erzeugt den Statuseffekt Eile beim Zielcharakter. Okay, das ist natürlich nice. Zündung. Okay, das kennen wir ja schon. Haben wir irgendwas, was wir ihm verchecken können? Hatten wir nicht 2 von denen jetzt schon wieder? Ist auch nur ein Wert. Schade, ja, 13 Gold, die hätte ich ihm gerne abgenommen. Naja, was soll's. Also ganz ehrlich, damit habe ich halt so gar nicht gerechnet. Gut, egal. Soll uns recht sein, können wir erstmal eine Quest abgeben. Finde ich schön. Haben wir da jetzt noch? Nö. Wir bringen die mal zurück. Wir müssen jetzt zu Griff, genau. Ah, das sind die Krokodile. Okay. Nee. Sollen wir nochmal mit dem reden? Ich muss kurz mal gucken. Don't mention my name to Griff. Erwähnt Griff gegenüber nicht meinen Namen. Bitte fortgehen. Okay. Ich dachte, wir können irgendwie nochmal... Gut, dann war das jetzt irgendwie gar nicht so schwierig. Und wir schauen mal, ob wir hier noch ein bisschen Erfahrung anheimsen können. Würde mich ja freuen. Aber wobei wir ja noch ein bisschen entfernt sind von... was ist das? Da waren wir schon dran. Ein bisschen entfernt sind von unserem Level-Up. Aber wir schauen mal weiter. Ach, da fällt mir ein, wartet mal, hat sie nicht Telekinese? Wir waren doch hier, genau. Ah, geht doch. So. Wo ist Griff? Das wäre Diebstahl mit Rabenstein. Ich glaube, mit der haben wir auch noch nicht gequatscht, oder? Griff blickt von seiner Klinge zu dir und wieder zurück. Sagen, dass du gerne über einen Handel sprechen würdest. Sagen, dass du seine Orange gefunden hast. Oder genauer gesagt, seine Drudane. Griffs Orange überreichen. Sagen, dass du an einem Handel interessiert wärst. Wir wollen über einen Handel sprechen. Ihr kennt die Bedingungen. Mehr gibt es nicht zu sagen. Sagen, dass du seine Orangen gefunden hast. Oder genauer gesagt, sein Drudane. Überreichen... Handel interessiert? Natürlich, seht euch um. Ach, okay, jetzt haben wir das. Lachspastete. Der hat auch viel Gold. Okay. So, wir haben deine Orangen gefunden. Erspart uns den Ärger und gibt schon her. Sofort. Ihm sagen, dass du seine Gewohnheit nicht unterstützt. Griff geben, was er verlangt. Sagen, dass du deine Meinung über die Befreiung des Elfen geändert hast. Du würdest Gold bevorzugen. Boah, das wäre natürlich mies. Ah.
Ah, die Gewohnheit. Ich werde euch nicht nochmal bitten. Gebt her. Griff geben, was er verlangt. Braver Junge. Sieht aus, als hätten wir alles da. Jetzt die wichtige Frage. Wer ist der Dieb? Dieser Griff ist nichts weiter als ein Verbrecher. Gib Spitzsterz nicht so schnell auf. Ich will nicht, dass Spitzsterz Blut an meinen Händen klebt. Griff würde jemanden schon für einen kleinen Diebstahl töten. Spitzsterz aufzugeben wäre nichts anderes als Mord. Weiter. Wahrheit ist Wahrheit. Spitzsterz, die Echse, hat eure Sachen genommen. Manche Wahrheiten behält man besser für sich. Ja, wir decken ihn. Ha, ich bin sehr froh, meine Vorräte zurückzuhaben. Deshalb bekommt ihr eine letzte Chance. Sagt mir, bei wem ihr sie gefunden habt. Sonst müsst ihr mir, meine Messer und jedem meiner Leute Rechenschaft ablegen und eure kleine Elfenfreundschaft ist nicht lebendig raus. Okay, wir bleiben standhaft. Wir haben ja eben gespeichert. Du hast das Kennzeichen Held erhalten. Ab sofort stehen dir bestimmte Heldenoptionen zur Verfügung. Oh, ihr denkt wohl, ich spiele mit euch. Ich, spiele nicht. Gebt endlich her. Okay. Alter Vater, das könnte jetzt sehr, sehr lustig werden. Okay, drückt uns mal die Daumen, Leute. Wenn du von so vielen Gegnern umzingelt bist, kannst du O drücken, um eine Draufsicht zu erhalten. Ändere die Kampfmarkierung in den Spieloptionen, um im Kampf für mehr Klarheit zu sorgen. Okay, wir drücken mal O. Taktische Kamera ein und aus. Du hast die taktische Kamera aktiviert. Drücke Gravis, um den Modus zu verlassen. Ja, ach, so ist mir das lieber. Okay, wer ist noch involviert? Er zählt auch dazu, Nadel. Wir sind dran. Und, ach, die Händler, oh Gott, ey. Okay, die zählen alle mit dazu. Gut, dann. Wir sind dran, wir gehen. Ja, ist das clever? Also, die beiden müssten eigentlich hier hoch. 70, 74, oh, er ist böse, okay. Und sie? 70 hat auch beides. Okay, wir gehen zuerst auf Hill. Ist das clever, die jetzt hier umzulegen? Okay, wir machen erstmal mutigen. Komm und boom. Ja. So. Und du hast 9. Schockierende Berührung. Das bringt, glaube ich, gar nichts, ne? Ist das blau oder ist das weiß? Das ist eher blau, ne? Okay, Gegner um dich erleiden, ja. Können wir nicht mehr. Wir haben noch 2. Okay, komm. Können wir auch nicht, okay. Okay, das machen wir. Nein, das machen wir, habe ich gesagt. So. Okay, Zug beenden. Ich bin gespannt, das könnte echt böse werden. Okay. Günstige Winde. Wir sind dran. Okay, Madame geht da hoch. Okay. Und hat jetzt noch und kann. Okay, sie hat schon ein bisschen was abgekriegt. Treffen wir sie noch? Okay, Feuer frei. Okay. Schlafend. Okay, aua. Uiuiui. Unsichtbar. Na, herzlichen Glückwunsch. Er ist dran. Er muss eigentlich auch hier hoch. Okay, komm. So. Und dann kriegst du. Zack. Zack. Und nochmal. Ach. Shit. Okay. Wie sieht's bei ihr aus? Ich glaube, wir haben ganz, ganz schlechte Karten, Leute. Was haben wir denn hier? Verstärken. Drachenglut.
Der brennt schon ein bisschen. Komm, die hauen wir jetzt mal aus den Latschen. Okay. Und dann machen wir... Ah, war das clever? Ich glaube nicht. Okay, was haben wir noch? Okay. Ja, und zack. Ja, sehr schön. Günstige Winde. Wir sind dran. Okay. Schockierende Berührung war nur so nah. Genau. Dann können wir mal ranstürmen. Ich weiß nicht, ob wir beide treffen. Wahrscheinlich nicht. Okay, und dann schockierende Berührung. So, und du? Ne, wir sind immer noch dran. Können aber nichts mehr tun. Aua. Giftschar. Uah. Oh, Mädel. Okay, 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 okay. Er ist dran. Wo sind wir? Wir sind da. Was können wir denn machen? Wir könnten... Oh, das wäre aber böse für ihn. Na komm, wir wollen es aber wissen. So, okay. Und dann nochmal... einen normalen Angriff. Wir stehen immer noch gut. Aua. Er steht nicht gut. Shit. Er ist draufgegangen. Shit. Okay. Okay. Sie brennt. Okay. Was haben wir hier? Unruhe. Wir haben hier Schriftrollerrolle der elektrischen Ladung. Können wir... Erweckt einen toten Verbündeten an einer Stelle innerhalb von 13 Metern mit 20%. Okay, wir testen mal. Kann ich das nicht machen? So, okay. Ich glaube, er wird nicht lange überleben, ne? Regeneriert die Lebenskraft des Ziels, heilt außerdem die Statuseffekte Vergiften und Bluten. Heilt die Lebenskraft, okay. Okay, der rote Prinz, komm her. Ah, da war nicht viel, aber immerhin. Haben wir noch ein Pünktchen übrig, das wir nochmal angreifen könnten? Nee, wir könnten aber... Können wir hier hochkrabbeln? Nee, aber wir können hier... Nee, dann gehen wir da durch. Ja, hilft alles nichts. Wir müssen die Zähne zusammenbeißen und dadurch. Und wir sind wieder draufgegangen. Shit. Hat sich gar nicht gelohnt. So, sie. Okay. Er ist auch noch da drin. Was können wir hier noch machen? Wir können uns nochmal stärken. Okay, wir uns dann drei... Und Stärken 1. Okay, kommt dann immer Stärken. Und wir stunnen mal ihn. Die Frage ist, ob dadurch das Feuer ausgeht. Aua. Betrunken. Okay. So, jetzt ist er dran. Okay. Kann unter Strom gesetzt werden und eingefroren werden. Okay, verstehe. Zielpunkt ist nicht erreichbar? Willst du mich veralbern? Gott sagen. Aber wir machen Gift, ne? Wie sieht's denn bei dir aus? Du bist noch total gut am Start, okay. Okay, komm, wir greifen mal so an. Können wir nochmal angreifen? Ja, können wir.
Günstige Winde. Wie sieht's aus mit ihm? Er ist fast down. Aua. Okay, bei uns geht's gerade noch so. Wir sind am dransten. Wir können machen... Eine Heilung wäre, glaube ich, irgendwie ein bisschen... Heilt 15%. Okay, das machen wir mal. Verzehren. So. Und dann hauen wir... Ihr geht's gut. Dann hauen wir ihr mal ein bisschen auf die Nase. Ah, shit. Ich hatte gehofft, dass wir hier vielleicht irgendwie noch mal ein bisschen reinhauen können. Aber gut. Aber gut, danach ist jetzt der andere Heiler wieder dran. Oh, das ist ein harter Kampf, wenn ich das mal so sagen darf. Das kostet 2. Ne, wir können aktuell nichts mehr machen hier. Okay, wir beenden mal. Okay, sie ist dran. Wir können damit jetzt Biff killen, bin ich da mal... Es heißt der Biff? Der ist doch nicht Biff. Griff. Wisst ihr, wer Biff ist? Kennt ihr Zurück in die Zukunft? So, entladen. Komm. Ich hoffe, das macht jetzt genug Damage. Ja. Tagebuch, L drücken. Müssen wir die anderen jetzt auch noch killen oder geben die jetzt automatisch auf? Okay, wir könnten jetzt... Was haben wir hier? Okay, komm, damit machen wir sie jetzt platt. Verfehlt! Shit! Okay, 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 okay. So. Was hat denn das für eine Reichweite? Steckt Gegner um dich herum in Brand, verursacht jeweils 5 bis 6 Feuerschaden. Schaden entzündet alle empfindlichen Flächen. Ist die Frage, ob das reicht. Wenn wir jetzt einen Schritt nach vorne gehen, das kostet und runter. Riskiere ich das? Das kostet nur ein. Ich probiere es mal, komm. Ja, okay. So, und dann kriegst du nur... Ah, das ist Grissom. Hilde... Ja, Hilde kriegt einen. Dann kriegt Madame hier einen. Was ist mit ihm? Er hat noch magische Rüstung. Okay, dann kriegt sie noch einen. Damit sollte Hilde down sein, genau. Das heißt, wir haben jetzt noch den Butter. Und wir haben noch ihn. Puh. Puh, 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 puh. Okay, er ist noch fit, das ist schön. Bei uns ist auch okay. Die Frage ist, wie es ihr geht. Kann sie was essen? Kann ich ihr was geben? Nee, kann ich nicht. Lose hat aber einen Trank, okay. Heilt 30 Lebenskraft. Okay, aber Fane ist ja dran. Und Fane kann nichts mehr machen. Oder? Nee, es kostet 2. Das kostet 2. Okay. So, Daumen drücken, dass wir nicht drauf gehen. Ach, lebt der auch noch? Boah. Okay. Wir nehmen mal einen Trank. So, dann machen wir... Wie viel hast du noch? Okay. Und du? Okay, das heißt, wir machen mal hier. Ja. Und können wir noch was machen? Wir können noch mehr machen, oder? Wir können da noch ein bisschen raufhauen. Bringt bloß wenig. Die Frage ist, erzeugt eine kleine Schleimfläche mit einem Radius von 2 Metern. Du brennst nicht, ne? Können wir das nicht werfen? Können wir das nicht werfen? Warum nicht? 13 Meter Reichweite, 2 Meter Explosionsradius. Wieso können wir das nicht werfen? Ah doch, können wir. Genau. Jetzt brennt er nämlich auch. Okay. Aua.
Okay. Danach ist Madame Lose dran, die vielleicht auch mal den Heiltrank reinwirft. Der brennt nicht mehr, ne? Brennst du noch? Feuer. Verringert den Schaden durch Feuer. Okay, schließen. Das heißt, wir lassen es jetzt mal regnen. Regen kostet einen. Okay. Der hier macht uns ganz schön Probleme. Aber die beiden auch. Wer ist das? Das ist Butter. Rabenstein. Okay, die wird auf jeden Fall noch interessant. Magie. Ist die Frage, ob wir es jetzt einmal regnen lassen? Okay, ich feuer mal auf sie hier. Shit, das war dämlich. Scheiße. Entschuldigung. Mist. Mist, 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 wollte ich sagen. Okay. Wir haben noch einen Punkt. Hilft alles nix. Regnen lassen hilft uns, glaube ich, selber gerade gar nicht. Okay, wir beenden mal den Zug und hoffen, dass wir es überleben. Boah, es dauert noch eine Weile, bis wir wieder dran sind. Aua. Okay. Wenn wir... Oh, okay, wir probieren es mal. Ich hoffe... Ja. Okay, vergiftet. Nice. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wie viel hat der noch, der Gute? Er hat noch einen. Okay. Dann ist jetzt mal Damm wieder dran. Ist betäubt. Okay. Das heißt, wir können uns erstmal was zum Mittag reinhauen. Verzehren. Verzehren. Was kostet denn das? Das kostet 3. Okay. Und... Ja, sie hat diese blöde Rüstung noch gehabt. Aber was soll man machen? Aua. Wieso bist du immun? Los, verbrenne! Okay. Deine magische Rüstung ist sowas von down. Hier treffen wir sie nicht. Die ist vergiftet. Das Butter, ne? Ja, wir müssten die irgendwie schnell mal wegkriegen. Ach komm, ich stun die mal. Oder ist da nicht ihn? Ist dann ihn. Keine Ahnung, was jetzt sinnvoller gewesen wäre, ehrlich gesagt. Unterkühlt, okay. Und wir können immer noch sie einmal reinhauen. Nein, aua. Das gibt doch Bonus-Damage. Aua. Verfehlt. Uah. So. Zünden könnten wir machen. Wir könnten aber auch den werfen. Wie viel hat sie denn noch? Oh, genug. So viel Damage machen wir leider nicht. Okay, komm. Und nochmal. Ah, shit, ey. Und jetzt ist da unten Rabenstein wieder dran. Uns geht's gar nicht gut. Ich hoffe, wir überleben das jetzt hier noch. Ja, komm. Ja, komm. Reicht. Hat den Tod abgewehrt. Uah, was? Okay, komm. Wir sind doch dran. Ja, komm, trink das. Gut. So, du. Das macht physischen Schaden. Damit können wir auf ihn gehen. Wir müssten irgendwie mal das Feuer heilen. Okay, das könnten wir jetzt eigentlich als nächstes mit Lose machen. Okay. Was kostet... Okay. Wie viel Damage macht das? 10.
Okay. Dann können wir das immer noch machen. Geblendet, okay. Günstige Winde. Okay. Und trinkt sich hoch. So, wir brennen immer noch. Richtig, brennend. Okay, wir lassen es regnen. Danke. So. Und dann, wie viel hat Madame noch? 20. Wir machen hiermit... Ah, es reicht nicht. Giftschaden. Ah, shit, 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 shit. Okay, wir machen mal hier Luftschaden. Vielleicht funktioniert es mit dem Regen ganz gut. Okay. Und wir haben noch einen übrig. Der hilft uns aktuell nicht so viel. Also müssen wir den Zug beenden. Sie ist betäubt. Das ist sehr nice. Das heißt, wir kriegen sie jetzt down. Mit einem Billigangriff bitte. Okay, das heißt, wir nehmen hier Feuer. Das müsste sie down machen. Und können dann mit ihm da weitermachen. Okay, also Feuer. Feuer, Feuer. Okay, nice. Sie ist down. So, und wir haben noch 3 Punkte. Das ist sehr, sehr schön. Bringt uns insofern nur wenig. Aber passt, komm. Okay. So, dann ist Madame dran. Wir sind wieder hoch, das ist schön. Zug beenden. Okay. Wer hat denn jetzt Damage gekriegt? So, wie viel hat sie denn noch? Okay, schockierende Berührung. Machen wir noch ein bisschen Luftschaden. Ja, nice. Dann haben wir jetzt noch... Ah, macht das Sinn? Ich könnte auf ihn gehen, aber dann brenne ich wahrscheinlich wieder, oder? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Stärke, halt 15%, Dauer, okay. Okay, komm. Dann, wir stürmen mal. Ziel ist geblendet. Okay, nice. So. Lose ist am dransten. Er hat ja... Oh, er ist fast down. Das ist sehr nice. Das ist sehr nice. Das heißt, wir kriegen ihn jetzt down. Sehr schön. 500 EP bekommen. Und sie da unten treffen wir ja nicht, ne? Wenn wir hier hingehen, können wir nochmal so angreifen. Ich wollte eigentlich... Shit. Regen bitte. Aua. Oh, okay. Wir brennen nicht mehr. Wie viel haben wir noch? Okay, meine Güte. So, und dann bitte einmal hinlegen. Danke. Mein lieber Mann, Leute, das war ein ziemlich heftiger Fight. Wir haben es geschafft, obwohl unser Kumpel hier permanent draufgegangen ist. Das war anstrengend. Ich glaube, wir haben eine Folge jetzt gemacht, die ein bisschen überzogen war. Egal, wir haben den Fight geschafft. War das nicht nice? In der nächsten Folge wird gelootet und wir schauen mal, was wir abgestaubt haben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid da nachher wieder mit dabei. Bis dahin, euer Showtime. Tschüss.